Gut. Ja, heute habe ich ein Thema dabei. Kannst du mal die erste Folie anschmeißen? Weil das mit dem Drücker nie klappt, dann ist es, hoffe ich, okay, wenn ich einfach mal sage, mach mal weiter. Genau. Zum Ziel mit Öl, Rosinen und Sauerteig. Das klingt jetzt wie so ein Backrezept. Und ich weiß nicht, wer von euch gerne isst. Ja, ein paar machen es nur zum Überleben und manche haben tatsächlich Hunger. Aber Jesus sagt mal, er hat mal gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wir sind hier zusammen, weil wir Jesus wollen, weil er uns aus einer Hölle heraus erkauft hat, mit seinem Leben dafür bezahlt hat, dass wir nicht länger getrennt sind von Gott, aus dieser Trennung raus, in die wir selber durch den Sündenfall reingekommen sind. Es hat er den Himmel verlassen, ist für uns an diesem Kreuz verblutet und verreckt. Und zu sagen, ich mache alles, dass ihr wieder zurückkommen könnt. Und ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, hat keinen Hunger mehr. Und wir wollen zu ihm kommen und wir wollen bei ihm ankommen auch. Und die Bibel spricht davon, dass wir einen Lauf auch zu vollenden haben. Dass das auch wie so ein Wettlauf ist, wie ein Wettkampf. Manchmal auch spricht sie von einem Kampf und all diesen Dingen. Und das ist genauso, wie wenn ich backen würde. Ich bin kein so guter Bäcker wie meine Frau, die hat das richtig drauf. Ich schaffe es so mit so Backpulver, schaffe ich so 10 Minuten Brötchen zu machen, aber Hefeteig, das wären dann immer so Cracker irgendwie bei mir. Und es ist für mich auch ein Kampf und so, ja. Aber Spaß beiseite. Und ich möchte dieses Bild nehmen, tatsächlich von so wie so einem Kochrezept und durch Sachen gehen, denn wir auch hier als Leib Jesu, als ein Teil vom Leib Jesu, als Gemeinde, als Familie, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Unser Motto ist, wir sind Leute mit, jetzt kriege ich den Wortlaut nicht zusammen, aber ich glaube, es ist ja auch, es geht ums Prinzip, mit einem brennenden Herz für Jesus und die Ausbreitung seines Königreichs auf dieser Erde. Und wir wollen mehr und mehr Jesus ähnlich werden, ja, verwandelt werden in sein Ebenbild. Und wir wollen, dass andere Menschen auch da reinkommen, dass sie errettet werden und ihm ähnlich werden. Wir werden nicht nur errettet von der Hölle, damit wir irgendwie überleben, sondern dass wir auch in eine Beziehung kommen, dass wir ihm nah sind, dass wir ihm ähnlicher werden und eines Tages vor ihm sind und möglichst viele andere auch. Und hier gibt Jesus an drei Stellen uns Ermutigung oder Ermahnung. Das ist eigentlich dasselbe Wort. Viele haben heute immer so ein Problem damit, besonders in der Gemeinde mit Ermahnung. Das ist für sie immer gleich Verdammnis. Ich habe neulich jemanden ermahnt, der in richtig krasser Sünde lebt und sagt, Gott hat ihm gesagt, das ist okay. Ich ihn ermahnt und habe gesagt, das ist nicht okay. Gott widerspricht nicht seinem Wort. Und es fiel gleich das Wort Verdammnis. Und so, ich habe gesagt, hey, nee, weißt du, ich ermutige dich, nicht in dieser Sünde zu leben. Ja, und eine Ermahnung, Ermutigung ist eigentlich genau dasselbe. Und Jesus gibt drei Ermahnungen und er nimmt da drei Bilder. Und diese drei Bilder möchte ich für unser Backrezept heute verwenden, dass ihr mir auch folgen könnt mit den drei Punkten. Und der erste Punkt ist, ich habe hier was mitgebracht, haben wir heute Morgen gefrühstückt, das ist der Rest vom Frühstück. Meine Frau wollte mir so ein Körbchen mitgeben, dass das schöner aussieht, aber das ist ein, erkennt ihr es alle, das ist kein Stein, keine Kartoffel, das ist ein Brötchen, das ist schön fluffig, weich. Seit ich die esse, möchte ich nichts mehr vom Bäcker haben. Und und das ist nicht mit Hefe gemacht, das ist mit Sauerteig gemacht, ja? Wie es in der Bibel steht. Und Sauerteig ist eigentlich was Gutes, weil sonst wären es nicht solche Cracker, sondern dann sind die auch so fluffig, ne? Und wir lesen es auch tatsächlich mal, dass Jesus das Reich Gottes mit einem Sauerteig vergleicht, der das ganze Brot durchsäuert. Aber ansonsten haben eigentlich Sauerteig in der Bibel eher ein negatives Bild. Ist eigentlich eher ein negatives Bild. Zum Beispiel die Israeliten beim Exodus, bei dem Pessachmahl, sollen sie den Sauerteig auskehren. Es soll keinen Sauerteig mehr geben. Und für die ganze Woche kein Brot, kein gesäuertes Brot, weil es an diesen Auszug in Eile erinnert, aber auch ein Bild ist, sich zu reinigen von diesem Sauren, von der Sünde, von der Knechtschaft. Ne? Und genauso gibt auch Jesus, Entschuldigung, ich genießt es noch gerade. Genau. Genauso gibt uns Jesus auch eine Sache mit. Und bevor ich da reingehe, möchte ich noch mal kurz was ausholen. Ich hoffe, das ist okay. Wir als Gemeinde wollen einfach in den nächsten Quartal, paar Monaten, 5, 6 Monaten, einfach auch einen Schwerpunkt darauf setzen. Wir sind so dankbar und so stolz. Es sind so viele Leute,
wie Alina, die hier vorgehen und sagen, hey, wir haben das erlebt, oder Bernhard, oder Leute, die in ihrem Geschäft Zeugnis geben, oder Iris, die erzählt, hey, eine Kollegin von mir hat so einen Liebesbrief gekriegt von irgendjemand hier aus der Gemeinde und sie ist jetzt an dieser Kollegin dran. Und dass wir hier als Gemeinde nicht nur auf uns gucken, sondern auch nach außen. Und dass wir auch Gemeinschaft haben. Und wir wollen aber einfach einen Schwerpunkt jetzt in den nächsten Monaten darauf setzen, dass auch dieses Fundament stimmt. Und das ist Beziehung. Ja? Das ist eine Beziehung mit dem Vater und eine Beziehung auch miteinander, dass wir einladen und dass wir aber auch gewurzelt und gegründet sind in der Beziehung zu Gott, aus dem, was wir machen. Dass wir nicht nur funktionieren und irgendwie rumrennen wie so Hühner ohne Kopf, sondern dass unser Kopf, unser Haupt Jesus ist, sagt die Bibel. Ne? Wir sind ein Leib und er ist unser Haupt, er ist unser Kopf, unsere Steuerzentrale. Und das heißt nicht, dass du deinen Kopf an der Garderobe abgeben musst, dein Hirn, sondern das heißt, dass dein Hirn einen Download kriegt und besser funktioniert. Okay? Okay. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, zum Sauerteig. Kannst du mal die... Genau. Das ist eine Stelle, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, wenn ihr die Evangelien durchgelesen habt. Und ich kann es euch echt nur empfehlen. Holt euch mal eine Hörbibel oder macht es mal mit Lesen. Mir fällt es leichter mit einer Hörbibel. Und hört euch mal in so 2 Stunden das Markus-Evangelium durch oder das Lukas-Evangelium in 3,5 Stunden oder so. Und du wirst ein ganz anderes Bild kriegen von Jesus. Du wirst nämlich das Bild von Jesus kriegen, wie er wirklich ist. Und nicht, wie es die Pastoren immer darstellen oder die Postkarten. Weil Jesus hat ein sehr buntes Spektrum und genau, nur so nebenbei gesagt. Und Jesus bringt hier an dieser Stelle auch was viele schon gehört haben vielleicht, aber nie wirklich verstanden, was er da meint. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Für unser Backrezept. Ja. Und er gebot ihnen und sprach, schaut zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Der Kontext ist der, dass sie ins Boot gestiegen sind, Jesus und seine Jünger, und sie haben Brote und alles vergessen. Davor hatte Jesus Brote vermehrt für tausende von Leuten. Sie hatten vergessen, Brot einzupacken. Jesus steigt mit seinen Jüngern ins Brot. Und als sie losfahren und es zu spät ist, erinnert er sie dran, hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes und der Pharisäer. Die Jünger denken, oh nein, Jesus ist sauer auf uns, weil wir das Brot vergessen haben. Und Jesus sagt, ihr blickt ja gar nichts. So, denkt auch nur ans Essen, oder? Und genau. Aber er erklärt nicht, was er damit meint. Und ich möchte einfach mal eine Auslegung geben. Ich denke, das ist wirklich so ein prophetisches Bild, wenn wir sehen, für was Sauerteig so sonst in der Bibel steht. Selbst im positiven Sinne, wo Jesus von dem Reich Gottes spricht, in Form von einem Sauerteig, der reinkommt und dann alles langsam durchsäuert. In diesem Kontext nimmt er Gleichnisse, wo er zum Beispiel ein Samenkorn nimmt, das ein kleines Korn ist und es wird eingepflanzt, ist ein bisschen und daraus entsteht ganz viel. Oder was hat er noch? Die Fischernetze, sie werfen es aus, es ist ein kleiner Akt und dann kommen ganz viele Fische quasi von alleine rein, weil es so durchgeschleift wird. Und wir sehen hier, der Sauerteig steht also nebenst was Negativem auch dafür, dass es was ist, eine Kleinigkeit, die wo reinkommt und das Ganze dann aber durchzieht und durchdringt. So was Kleines, was ziemlich große Auswirkungen hat. Ja, als Beispiel hat Abraham, er ist nach Ägypten gegangen, hat gelogen, hat so halbwegs gesagt, Sarah ist meine Frau, daraufhin hat der Pharao sie, seine Schwester, und daraufhin hat der Pharao sie ihm weggenommen und wollte mit ihr schlafen, und Gott hat ihn gerichtet, er hat sie zurückgegeben, hat Abraham auch eine ägyptische Magd oder Mägde gegeben, und mit dieser ägyptischen Magd hat Abraham später auf Geheiß seiner Frau den Ishmael gezeugt, ja. Den er dann später in die Wüste schicken musste, der später der Vorfahre der Araber ist, die heute die besten Freunde der Juden sind und so. Ja, wir sehen hier, dass, und trotzdem hat Gott dieses Kind auch gesegnet, ja, und aber nicht seine Verheißung auf ihn gelegt. Das wollte ich nur so als Bild geben. Versteht ihr, was ich meine mit dem Sauerteig? Dass das so was Kleines ist, das ganz große Konsequenzen hinter sich ziehen kann, das alles durchdringen kann, alles durchsäuern kann. Und hier spricht Jesus von dem Sauerteig des Herodes und der Pharisäer. Und ich glaube, hier spricht er von 2 Systemen, vor denen wir aufpassen müssen. Es gibt auch einen guten Sauerteig. Er redet auch vom Reich Gottes als einem Sauerteig, der alles durchdringt. Er sagt, er ist das Brot des Lebens. Aber hier spricht er, wenn wir wachsen wollen, wenn wir unseren Lauf vollenden wollen, wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, wenn wir da ankommen wollen, wenn wir wollen, dass das, was wir leben, Frucht bringt, dass wir nicht auf halbem Weg abgekappt werden, vom Weg abgebracht werden, aufgeben, stehen bleiben und so weiter,
dann sagt er, hütet euch vor diesem Sauerteig. Also für unser Brotrezept, mach nicht zu viel rein oder lass den Sauerteig weg, okay? Ungesäuertes Brot. Das gibt es ja auch als bei Rezepten, dass du sagst, dass dann da steht, das und das reinmachen, das und das auf keinen Fall reinmachen. Ja? Denke ich mal. Und Jesus warnt hier vor diesen beiden. Was ist der Sauerteig des Herodes? Herodes war damals ein politischer Führer, der in Prunk gelebt hat, in Sünde gelebt hat und trotzdem wollte er Jesus mal sehen und sehen, wie er ein paar Wunder ihm vorführt. Er ist zu Johannes dem Täufer gekommen und hat ihm zugehört, was er so predigt. Ja? Also Herodes steht für dieses politische System, das ist auch religiös, das auch offen ist religiös. Und jetzt war gerade diese, ich kann es schon nicht mehr hören, Corona-Pandemie. Ja, das ist jetzt vorbei, weil jetzt ist gerade Rassismus und in ein paar Wochen ist dann wieder Klimawandel. Das sind Themen, wo wir voll zugemüllt werden, wo wie so ein Sauerteig kommt und wo wir in der Gefahr sind als Christen, auch da mal reinzubeißen und zu denken, hey, wir müssen da schon voll informiert sein. Hey, und wir müssen schon auch uns auskennen und vielleicht erreichen wir über das Thema auch Leute. Und wie fängt es dann an? Wir fangen dann an, Leute zu bekehren mit unserer politischen Meinung und erwähnen vielleicht noch, dass wir Christ sind, aber wir erreichen niemand. Versteht ihr, was ich meine? Kennt das jemand? Dass du dich so reinliest in irgendwelche Sachen. Das kann der Sauerteig des Herodes sein. Natürlich, hey, sind wir als Christen keine Rassisten, ist völlig klar. Ne? Das ist einfach völlig normal. Aber unser Fundament ist Jesus und nicht irgendwie ein politischer Sauerteig. Macht das Sinn? Als Christen ist es natürlich auch die Frage, hey, wie gehen wir auch mit der Corona-Sache oder wie sind wir damit umgegangen? Das war eine wichtige Frage. Ja, aber wir stehen nicht da in irgendeiner politischen Lager, sondern wir stehen auf Jesus Christus. Wir bekennen ihn, egal was welches politisches Lager sagt. Okay? Und ich kenne auch viele Leute, die sind total patriotisch und für christliches Abendland und alles. Und schön und gut, aber ganz ehrlich, es ist kein christliches, es ist ein heidnisches Abendland und die Werte werden sowieso über Bord geschmissen. Aber weißt du, was bringt es diesem Land, wenn es mit seinen ganzen tollen Werten in die Hölle geschmissen wird? Jesus sagt mal, wehe dir Korazin und Bethsaida, du wirst hoch erhoben und in die Hölle geschleudert werden. Sie waren auch sehr fromm, aber sie haben Jesus abgelehnt, das Brot des Lebens. Was bringt es euch? Ein messianischer Jude, der hat mal gesagt, von einem ganz tollen Dienst, der sagte mal, wisst ihr, ihr evangelikalen Christen, ihr unterstützt Israel so viel, ihr baut dort Kindergärten für orthodoxe Einrichtungen, die sagen, dass Jesus der größte Irrlehrer ist und so weiter. Und was macht ihr damit? Ihr sendet uns Juden mit vollem Bauch in die Hölle. Sorry, dass ich das so krass sage, aber das ist nicht meine Worte, das waren von einem messianischen Juden. Er sagt, ihr sollt Israel unterstützen, aber mit den Sachen, die ihnen wirklich helfen. Ja? Und es ist ihr Messias. Ja? Und Herodes steht auch, denke ich, für Besitz. Weißt du, er hat in Prunk gelebt, in Sünde und alles. Und er hat auch dem Johannes dem Täufer im Gefängnis zugehört. Er wollte seine Predigt hören. Und als dann Johannes der Täufer so aber auch gewisse Sachen angesprochen hat, wollte er es nicht mehr hören. Wir lesen es auch in der Apostelgeschichte, genauso wo Paulus bei Felix, glaube ich, ist, oder Festus, ich verwechsel das immer. Und er kam auch ins Gefängnis, um Paulus seine Predigt zu hören. Und wo der Paulus dann über Enthaltsamkeit gesprochen hat, wollte er es plötzlich nicht mehr hören. Ja. Und das ist auch was, wo wir uns hüten sollen vor diesem Sauerteig von Dingen, die in diesem Weltlauf, die so wichtig sind. Wir denken, als Christen müssen wir doch da auch mitreden können, Ahnung haben, Ja, wir sollen nicht weltfremd sein oder irgendwie jetzt so uns voll abschotten. Aber die Frage ist, Jesus sagt mal, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Wo dein Herz ist, wird sich auch hinziehen, so ungefähr. Ne? Und das ist hier die Frage, ja. Mache ich diesen Sauerteig rein, der ist durchsäuert, oder sage ich, okay, der ist da, alles klar, aber ich backe mein Brot ohne diesen Sauerteig. Wir sollen uns davor hüten, vor dieser Vermischung. Genauso, was ist der Sauerteig der Pharisäer? Die Pharisäer waren die Schriftgelehrten, die Schriften kannten, sie waren fromm, sie waren, Jesus sagt, außen waren sie schön geputzt und innen drin verrottete Gräber. Und wir haben auch heutzutage viele, viele Themen, wo uns einnehmen. Ich möchte mal erstmal bei mir selber anfangen, okay? Ich beschäftige mich viel, hat jetzt nichts mit meinem Look zu tun, aber ich habe viel immer wieder mit Muslimen zu tun, gehe auch gerne in muslimische Länder und
uns zu erreichen, ja, und von Jesus zu erzählen, auch auf der Straße. Ich liebe es, mit denen zu reden, zu diskutieren, die sich auch gut im Koran auskennen, die sich auch in der Bibel besser auskennen, wie viele Christen, die ich kenne, und ihnen zu zeigen an den Schriften, dass Jesus der Herr ist. Und es ist an für sich nichts Falsches. Aber in dieser Corona-Zeit, wenn man dann doch viel abends dann mal vor YouTube hängt oder so, ne, dann habe ich mir da Zeug angeguckt, wie man das erklären kann und das und Bücher gelesen und. Und ich habe gedacht, hey, das ist doch was Gutes, das hat doch mit Jesus zu tun, ich führe doch Leute zu Jesus. Aber eigentlich wurde das schon zu so einem Sauerteig der Pharisäer. Weil was ist passiert? Ich habe mich mehr mit dem Koran beschäftigt als mit Jesus. Versteht ihr? Also es war was für einen guten Zweck, aber es war letztendlich, fing es an, mich richtig zu durchsäuern und ich musste einen Cut machen. Und der Witz war, als da, wo ich diese ganzen Sachen gelöscht habe und das alles weggelegt habe, kam ein Muslim nach dem anderen. Ich war zum Gebetsspaziergang, da sitzen zwei Muslime und sie sagen, hey du, das ist cooles T-Shirt und cooler Bart, Mashallah und so, komm, setz dich zu uns. Und ja, alles gleich sitzt du, was glaubst du, bist du Christ oder Muslim? Und ich sage, ich bin Christ, ich bin Pastor. Und sie, hey, wow, Mashallah und so. Und dann haben sie, ja, und bum, 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 eins nach dem anderen. Weil, weißt du, mit der Kraft vom Heiligen Geist kannst du viel mehr machen, wie wenn du dich auf deine Kraft verlässt. Das ist natürlich nicht falsch. Paulus hat auch anhand der Schriften bewiesen, dass Jesus der Messias ist, den Juden. Aber die Frage ist, beißt du in den Sauerteig oder stehst du auf dem Brot des Lebens? Danke, vielen Dank, Bernhard. Danke dir. Und genau so, ich dachte, du willst auch einen Schluck. Danke, danke. Ich habe kein Corona, ich glaube es zumindest. Ist aber auch kein heiliges Wasser, gell? Okay. Ja. Hey, weißt du, genauso kann es auch sein, boah, ich habe heute den evangelisiert, ich habe das und das und das. Das sind Sachen, da wollen wir als Gemeinde hin, wir wollen das Evangelium weitergeben. Für mich ist es das Schönste, wenn ich irgendwie an einem Tag Leuten von Jesus erzählen konnte. Neulich habe ich einem alten Herrn, bin ich hier spazieren gegangen, der war schon über 90, ich spreche ihn an und er ist voll offen und er redet von Gott. Und wir reden kurz und ich gebe ihm einfach ein Traktat mit und ich laufe weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber ich meine, der Heilige Geist sagte mir, hey, der wird bald diese Welt verlassen und er wird sich das durchlesen und er wird die richtige Entscheidung treffen. Und es war gut, dass du es gemacht hast. Und so Sachen sind für mich einfach täglich, ja, und es ist wunderschön und dafür will ich leben, ein Stück weit, ne? Aber selbst sowas Gutes kann zu so einem Sauerteig werden. Aber es sind auch oft Sachen, weißt du, und das ist, denke ich, was uns auch oft betrifft, wo wir als Christen Sachen, die religiös aussehen, ich kriege es auch oft mit, viele, Paulus sagte mal, ihr Bauch ist ihr Gott geworden, ne? Und viele Leute kommen und ich kenne jemanden und er hat mir erzählt, hey, ich fange jetzt voll an mit Fasten und faste sehr viel und so. Und ich sagte, wow, cool. Was ist so dein Fokus beim Beten und so? Und er sagte, ja, so, ich gucke vor allem, wie ich das Fasten breche und entgifte und das und das und das. Versteh mich falsch, das ist nicht verkehrt, auch mal ein Heilfasten zu machen, mach das. Aber pinsel's dann nicht bitte nicht fromm an, okay? Wenn du für deinen Körper fastest, um gesund zu sein, ist es sicherlich gut. Ja, absolut besser, wie irgendeine Chemie zu fressen, auf jeden Fall. Aber dann schreib nicht Jesus drüber. Dann sag, ich mache das, weil ich gesund sein möchte. Ja? Und ist in Ordnung, ja? Kannst du machen. Aber nimm dann bitte nicht, ich bin ja ein Tempel des Heiligen Geistes und ich mache das jetzt auch für Jesus und für meine Gesundheit und. Oder, weißt du, versteht ihr, was ich meine? Wo gerade in unserer heutigen Zeit die vegane Religion und dieser ganze Kram mehr und mehr. Natürlich ist es nicht gesund, wenn du Tonnen von Zucker isst, ja? Ist klar, okay. Ich will jetzt auch nicht so arg in das Thema gehen, aber versteht ihr, was ich meine? Man oft so christliche Ernährungsberatung und das und ganzheitlicher Mensch und das versteht es nicht falsch. Die Sachen haben nicht unbedingt was Falsches, aber das kann so ein Sauerteig von Pharisäern sein. Es kann auch Theologie sein, deine Theologie. Du weißt so viel, boah, du hörst dir die Predigt an und die Predigt und die Predigt und du hast immer so ein tolles Gefühl. Aber letztendlich kennst du Jesus nicht. Und was schlimmer ist, am Ende stehst du vielleicht vor ihm und er wird sagen, es tut mir leid, du konntest so viel zitieren, aber ich habe dich nicht gekannt. Okay, das ist der Sauerteig. Das ist Herodes und der Pharisäer. Also für unser Rezept merken, das wollen wir nicht. Okay? Und ich möchte es einfach mal noch, weil ich kann ja viel reden, mal eine Minute nehmen oder zwei, wo wir jetzt still sind und du dich vielleicht mal jeder Einzelne selber fragst, was ist Sauerteig von Herodes oder Sauerteig von Pharisäer in meinem Leben?
Und dann gehen wir zum nächsten Punkt weiter. Und einfach mal selber hörst und nachfragst, weil ich kann dir viel erzählen. Okay? Let's go. Was ist der Sauerteig bei dir? Schreib's dir vielleicht mal auf. Und nicht nur, dass es in deinen Notizen ist, sondern dass du zu Gott kommst. Vielleicht sind es auch Beziehungen, wo du denkst, ah, den kann ich für Jesus erreichen, aber letztendlich zieht er dich runter in irgendwelche Sachen, wo du nicht willst. Vielleicht ist es ein gewisser Lebensstil. Vielleicht ist es dein Essverhalten, vielleicht was weiß ich was. Ich will nicht moralisieren, sondern wo stehst du selber? Wo, vielleicht ist es dein, wenn du deine Zeit einteilst. Ja. Solltest du weniger auf YouTube Zeit verbringen, das und das, ich weiß es nicht. Ja? Okay, also das war der Sauerteig. Und wir wollen nicht, dass unser Herz durchsäuert wird, wir wollen ankommen. Okay, jetzt kommt das Nächste und zwar, ist kein Whisky, Prost, kann man nicht trinken. Ich wollte nicht die ganze Ölpulle mitnehmen, weil das in der Küche nichts mehr ist, das ist Öl. Ja. Und jetzt kannst du mal bitte die nächste Zutat, den nächsten Text machen. Der wird jetzt ein bisschen länger. Nächster Punkt. Von Sauerteig, Öl und Rosinen. Oh, danke. Machen wir so. Danke. So, Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Das ist, bevor Jesus geht, hat er noch ein paar Reden über die Endzeit, über das Kommen, von seinem zweiten Kommen und so weiter. Und hier in einer Rede, die ist sehr, sehr wichtig und ich denke, die betrifft uns alle sehr. Und das ist, glaube ich, auch was für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen super, super wichtig ist. Das ist Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Es waren 10 Brautjungfern und die hatten Lampen und abends, wenn der Bräutigam dann kam, zu der Feier in die Stadt, wie auch immer, sollten sie ausgehen, ihm entgegen den Weg leuchten und ihn dann in die Hochzeit reingeleiten. Ne? Und genau. Und Jesus erzählt hier, als dann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen, dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 waren töricht, das heißt dumm. Die, welche töricht, / dumm waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Natürlich hatten sie Öl in ihren Lampen, aber nicht extra Öl, ne? Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen mit. Hier mal ein Punkt. Also hier sind Jungfrauen, die den Bräutigam abholen sollen. Und die gehören alle zusammen. Sie sind alle im selben Boot, im selben Verein. Aber von denen wird unterschieden. Ein paar sind schlau, weise, ein paar sind nicht so schlau. Um jetzt mal nicht dumm zu sagen. Und die einen haben nur das Nötigste dabei, die anderen haben noch eine extra Last dabei, ein extra Behältnis, dass sie extra nochmal in einen anderen Laden gehen müssen und kaufen und extra abfüllen. Das ist viel mehr Arbeit, das ist viel mehr Last, aber die sind schlau. Und die einen sagen, ich komme doch irgendwie so durch, ich nehme nur das Nötigste mit, das passt schon. Passt schon, sagt man hier. Kennt das jemand? So, das müssen wir uns merken. Was ist das Öl? Könnte man jetzt verschiedene Theorien aufstellen, aber nehmen wir einfach mal, ich denke, das kann man auch vielschichtig auslegen, aber nehmen wir einfach mal deine Zeit mit Gott im Gebet. Zu welcher Gruppe gehörst du?
Bist du jemand, wo sagt, okay, wenn es nötig ist, lasse ich mal ein Stoßgebet ab. Ich verwende meine Zeit lieber für wichtige Sachen, praktisch evangelisiere oder mein Tagesablauf, mein Haushalt, mein was weiß ich was. Ja, es kommt zuerst. Oder machst du dir zuerst die Mühe, in den Laden zu gehen, Öl zu kaufen, das in ein Gefäß zu führen, das noch mit dir rumzuschleppen in der anderen Hand. Versteht ihr, was ich meine? Gott zu suchen als erste Priorität, auch wenn es dich was kostet, auch wenn es eine Extralast ist manchmal. Okay. Die, welche, genau, hatten wir schon. Als aber der Bräutigam verzog, das heißt lange nicht kam, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Das ist mal ermutigend, auch die Schlauen sind eingeschlafen. Alle sind eingeschlafen. Und das steht dafür, dass eine Stunde der Versuchung kommt, ob es in der Endzeit ist oder in dem Leben von uns allen, kommt eine Stunde der Versuchung, wo du denkst, du hast Glauben und du betest und es passiert plötzlich nichts. Wo du denkst, wow, du hast Gott erkannt, du bist voll auf einem guten Dampfer und plötzlich kommt ein Schicksalsschlag, irgendwas kracht richtig ein, du kommst in eine Krise und plötzlich tut sich da aber nichts. Das ist dieses, der Bräutigam verzieht sich und alle schlafen ein und du fährst deine Erwartungen, du fährst das und das vielleicht zurück, also du bist nicht mehr wachsam, vielleicht geht es dir auch super gut über eine längere Zeit, sie werden schläfrig und schlafen ein, alle schlafen ein. Okay, es passiert auch den Schlauen. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam ist da. Geht aus ihm entgegen. Kannst du weitermachen? Genau. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Das haben alle gemacht. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Oh, gebt uns Öl, denn unsere Lampen sind erloschen. Jo. Hier ist das Problem. Viele Leute kommen zum Zack, zu mir, auch zu anderen und sagen, hey, bitte, bitte, hast du ein Wort für mich? Ich bin in der kniffligen Lage. Kannst du mal für mich hören? Kannst du für mich beten? Oh, du hast jetzt ein Zeugnis gegeben, wie du evangelisierst und wie mutig du bist. Ich möchte es auch. Kannst du mir die Hände auflegen, dass ich auch so mutig werde? Das ist diese totale, perverse, charismatische Krankheit. Ja? Also ich glaube auch an die Charismen, ja? Nicht verstehen, falsch verstehen, aber das funktioniert nicht. Ja. Wenn ein Mensch eine Salbung hat, dann ist das, weil er in einem Lebensstil wandelt. Ja? Und mit jeder Salbung habe ich auch meine Baustellen und Zack auch und wir alle. Ja? Aber und man kann sich mentoren und das ist, was wir als Gemeinde wollen. Wir wollen zusammen uns auf den Weg machen. Ja? Aber nicht erst dann, wenn der Bräutigam kommt, sondern bevor er kommt, zusammen zum Laden gehen. Guck mal, hier habe ich Öl gekauft. Komm mit, kauf auch was. Komm, ich helfe dir, die Lampe in dein Gefäß zu füllen. Aber das funktioniert nicht. Ja? Und jeder ist selbst in der Verantwortung. Ja. Okay. Die Klugen antworteten und sagten, nicht so, damit es nicht etwa für uns beide nicht ausreiche. Geht lieber zu den Verkäufern und kauft euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Das ist ja traurig, denn ich habe es gerade gesagt, hier wird es von einem Lebensstil die Rede und du kannst, wenn du dann schnell zum Laden gehst, ich weiß nicht, ob du das mal kanntest, also ich hatte das oft in meinem Leben, dass ich irgendwie morgens geschlafen habe und eine Stimme weckt mich und sagt, steh auf und bete. Ich denke, oh, ich bin so müde, ich bin so spät ins Bett gekommen, ich habe so viel heute vor, nee, ich schlaf weiter. Schlaf weiter, dann stehe ich auf, dann ist plötzlich irgendwas Unerwartetes an dem Tag und ich denke, ach du meine Güte, was soll ich jetzt tun? Und versuche krampfhaft zu beten, aber mein Kopf ist einfach durch. Kennt das jemand? Ja. Und vielleicht hätte ich gar nicht lang aufstehen müssen. Weißt du, wenn, ich weiß nicht, wer von euch in Zungen beten kann oder in Sprachengebet hat, diese Gabe hat, ist wunderbar. Du musst gar nicht wissen, was du betest, du musst es nicht lang machen, weil der Heilige Geist dich im Gebet vertritt, wie es sich vor Gott gebührt, sagt Römer 8. Und vielleicht reicht es, dass du aufstehst und das 5 Minuten machst oder 1 Minute und wieder schläfst und du bist vorbereitet und du hast Öl in der Lampe. Aber es ist wichtig, dass du es hast. Ne? Und oder wenn er sagt, okay, jetzt bleib halt wach und ich gebe dir heute die Kraft. Aber hier ist es einfach so, dass das meistens dann in der Situation, kannst du nicht nochmal schnell dich wegschließen, dann bist du in der Situation und bist vorbereitet oder nicht. Und hier war es auch so, sie sind zu den Verkäufern gegangen, haben das noch versucht nachzuholen, aber es war einfach zu spät. Das lesen wir oft in der Bibel, dass es auch einen Punkt gibt von zu spät. Und es wird heute oft anders gepredigt. Gott gibt dir immer, immer wieder Chancen. Okay, da möchte ich niemanden unter Druck setzen, in Panik versetzen. So, er ist hinter dir her, er ist so hinter dir her, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Okay, aber dennoch sollten wir auch nicht damit spielen und sagen, hey, wird schon, passt schon, sondern auch
auch seine Hand ergreifen. Und wenn wir hinfallen, dann gehen wir wieder zu ihm, dann hebt er uns wieder auf. Da ist immer Gnade, wenn du umkehrst, ist immer Gnade. Aber wenn du halt sagst, hey, ja komm, gibt es auch Punkte, wo du sagst, oh, ich würde gerne, aber jetzt ist es zu spät. Und lasst uns damit nicht spielen, lasst uns an ihm bleiben. Und es baut jetzt bei manchen vielleicht auch Druck auf, wir kommen noch zu den Trauben, aber ja, lass es mal einfach so stehen und auf dich wirken. Dass auch Überführung kommt, wo es nötig ist. Okay? Und sie sagten, Herr, tu uns auf. Er beantwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, damit ihr wisst, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und lustigerweise, kannst du mal weitermachen, nächste Folie. Matthäus 26, nächstes Kapitel. Danach ist Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane und er betet auf den Knien und er sagt, kommt mit mir mit, Petrus, Jakobus, Johannes, kommt mit mir mit, wacht und betet mit mir. Und sie schlafen ein, wir kennen die Geschichte alle, oder? Und er betet, er schwitzt Blut und Wasser und er sagt, Vater, wenn es nötig ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Jesus weiß, er muss ans Kreuz und er ist dabei, Öl in seine Lampe zu füllen, dass er das Kreuz durchhält, okay? Und Jesus sagt zu jedem Einzelnen hier, folge mir nach und trag ein Kreuz um den Hals. Nein, trag dein Kreuz auf der Schulter, ja? Heute trägt man es um den Hals, 24-karätigen Gold oder Sterling-Silber. Aber das sagt Jesus nicht. Das ist schon mal ein guter Ansatz, aber er sagt, trag es auf der Schulter. Nimm dein Kreuz auf dich und folg mir nach. Was heißt das? Dass auch auf uns ein Kreuz wartet. Vielleicht findet ihr das jetzt hart, aber da gibt es einen Film, das Leben des Brian, und da ist Kreuze für jeden. Ja, so. Das ist jetzt echt hart. Aber ihr kennt den Film gar nicht. Das ist auch ein Mist, dieser Film. Aber diese Sache stimmt. Ja? Für jeden ist ein Kreuz da. Für jeden ist ein Kreuz da. Und deswegen sagt es Jesus, nicht weil er uns drohen will, unter Druck setzen will, sondern er sagt, hey mein Kind, ich liebe dich und ich will, dass du schaffst und du wirst es schaffen. Merk dir den Weg, dann und dann, geh da und da lang, bieg da ab, sei stark, lass dich nicht abbringen. Und dafür haben wir den Heiligen Geist gekriegt, den Tröster. Den haben wir nicht gekriegt, dass er uns tröstet, dass es uns immer gut geht und wir machen, was wir wollen, sondern dass er uns tröstet, dass wir am Ziel ankommen, weil er uns so sehr liebt. Okay? Das ist keine Drohung, sondern weil er dich liebt, sagt er das, spricht es zu, sagt, hey, bleib dran, halt durch. Und hier ist es, die Jünger schlafen ein und Jesus kommt zu ihnen, sagt. Und er kommt zu ihnen und findet sie schlafen und er spricht zu Petrus. Also nicht mal eine Stunde vermochtet ihr, mit mir zu wachen. Wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Dass ihr nicht in Versuchung kommt. Was macht der Papst? Der ändert einfach das Vaterunser und sagt, führe mich nicht in Versuchung, das passt nicht in mein Konzept. Gott macht es doch nicht, ist doch ein netter Gott. Streichen wir es einfach raus. Aber Jesus sagt, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Jetzt mal abgesehen, ob Gott dich in Versuchung führt oder ob er zulässt, dass du in Versuchung kommst. Ja, die Bibel sagt sehr oft, wenn wir versucht werden, dann gibt Gott auch den Ausgang und sowas. Oder er hat das Volk Israel versucht in der Wüste. Nicht um uns einen reinzulegen, sondern er prüft uns, er prüft Abraham. Warum? Weil er will, dass wir siegreich rauskommen und er hilft uns auch da drin. Aber was sagt Jesus? Er sagt, hey, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Deswegen ist es auch im Vater unser drin, führe uns nicht in Versuchung. Hilf uns in der Versuchung, führe uns da raus. Ja, ganz einfach. So, und das ist die zweite Zutat, Öl. Ja, ist zwar Lampenöl, aber vielleicht bekommt das im Brot auch ganz gut. Also, kein Sauerteig, viel Öl. Okay, könnt ihr euch das merken bis jetzt? Jetzt kommt die dritte Zutat. So, jetzt mag der eine oder andere denken, okay, also Simon und Zack, ihr habt immer uns auf die Straße gescheucht, immer zu evangelisieren und so. Jetzt sagt ihr mal, ein halbes Jahr ist es nicht so der Schwerpunkt, das ist falsch, da hast du es falsch verstanden, es ist weiterhin der Schwerpunkt, aber jetzt kommt auch noch dazu, ich muss noch mehr beten wie bisher, oh, wie soll ich das machen? oh Mann, Jesus liebt dich so sehr, ja, und wenn du das gerade denkst, wenn das in deinem Herzen vorgeht, so, oh, noch mehr Arbeit, oh nein, dann sage ich dir jetzt was ganz liebevoll, dann hast du es nicht ganz verstanden, weil es geht nicht darum, dass du noch mehr machst. Ja? Gebet ist nicht was Ätzendes und das ist was, ich bin lange damit groß geworden und das ist wieder so vielleicht der Sauerteig von den Pharisäern. Gebet ist sowas Langweiliges, Ätzendes, aber du musst es halt machen. Dass wenn du dann evangelisieren gehst, dass auch was passiert. Oder dass dich nicht irgendein Zauberer verflucht und du tot umfällst oder sonst was. Das ist halt eine notwendige Last, musst du 2 Stunden am Tag einbauen. Das ist wie so eine Krankenversicherung, die du abschließt oder so eine
Versteht ihr, was ich meine? Wer kennt dieses Bild von Gebet? Ein paar, ne? Du musst es halt machen. Als guter Christ macht man es halt. Und man muss auch Gott suchen, sonst bist du unterm Fluch. Ne? Sonst sagt am Ende, ich kenne dich nicht. Und am besten musst du dann auch für alle ja, so eine Liste runterbeten. Und hey, so ist es überhaupt nicht. Ja. Das kommt eigentlich erst am Schluss. Ich greife es jetzt mal voraus, dann können wir es am Schluss sparen. Jesus redet in Matthäus 6, Verse 5 bis 13. Könntest du mal nachschlagen, es kommt am Schluss noch, aber ich greife es jetzt vor. Da redet er übers Beten. Jesus, der Meister, der Sohn Gottes, der Gott ist, der Mensch geworden ist, der uns zeigt, wie Gebet geht. Und uns vorführt zu sich selbst, um uns zu zeigen, wie wir es machen können. Ja. Und er sagt dir, wenn ihr betet, braucht ihr nicht viele Worte. Ihr braucht nicht plappern wie die Heiden. Euer Vater, der ins Verborgene sieht, der weiß, was ihr braucht, und er wird es belohnen. Wenn du das hörst, das macht ein ganz anderes Bild, oder? Das ist eigentlich was Schönes. Beten ist nicht, dass du viel laberst und betest und machst und, oh, und inbrünstig. Und ich habe gerade mit jemand geredet, ich sage, jetzt vor Pfingsten, es gab so viel 24-Stunden-Gebet und Fasten, ist doch nichts passiert. Ich sage euch mal was. Wir als Gemeinde Jesu sind keine Baalspriester. Okay? Sag mal, ich bin kein Baalpriester. Halleluja. Ich sage euch warum. Es gibt einen Propheten der Bibel, der hieß Elia. Und Elia, und da waren lauter Baalspriester in diesem Land, die das Volk zur Sünde verführt haben. Und dann gab es so einen Berg, der Karmel, und da war Elia und die Baalspriester. Beide haben einen Altar gebaut und Elia hat gesagt so, auf welchen Altar Feuer vom Himmel fällt, das ist der wahre Gott. Und was machen die Baalspriester? Die tanzen rum, die ritzen sich irgendwann, die räuchern, die schreien, die kommen in Ekstase. Das ist kein Gebet, okay? Wenn der Geist Gottes auf dich kommt und du schreist, du weinst, du machst, oh, das ist okay, aber du musst es nicht irgendwie rauspressen oder so. Das ist nämlich anstrengend. Was sagt Elia? Oh Herr, zeige ihnen doch, dass du der wahre Gott bist. Feuer kommt, ne? Und wow. Und wir sollen diesen Geist von Elia haben. Den Heiligen Geist, den haben wir auch, oder? Amen. Ich hoffe, du hast ihn. Wenn du ihn nicht hast, komm nachher vor, wir beten für dich. Wenn du auch noch nicht getauft bist, bis hier, dann. Da hinten ist die Alp. Wir machen das immer sofort, wie in der Apostelgeschichte. Aber du solltest auch umkehren, wirklich dein altes Leben begraben und mehr Platz für Jesus. Hey, okay. Aber das ist Gebet, weißt du? Oh. Und dann fängt Jesus an und so sollt ihr beten, wo er sagt, plappert nicht wie die Heiden. Die denken wegen ihrer vielen Worte wie die Baalspriester. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Du redest mit einem Vater. Du redest... Nicht mit einem Baal, mit einem Götzen, du redest mit dem Vater. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deinem Vater ist. Vielleicht ist sie gut, vielleicht ist sie schlecht. Aber dein himmlischer Vater ist auf jeden Fall besser. Zu ihm darfst du kommen und einfach sagen, was auf deinem Herzen ist. Meine Kinder sind da voll direkt. Die kommen, Papa, ich möchte jetzt was Süßes von dir. Ich hab dich lieb. Ja, aber ich möchte was Süßes. Oh, ich hab dich lieb hier. Ich freue mich, dass sie zu mir kommen und sich nicht mopsen. Ja, und... Genau. Es ist Beziehung, es ist so schön. Und ich habe jetzt was mitgebracht, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Also. So, könnt ihr es alle sehen? Sniper? Okay. Das ist ein Weinstock, sieht man, hier ist der Weinstock und hier sind so Reben. Der hat jetzt keine Früchte, weil das ist ein frischer, den pflanze ich jetzt ein. Ich habe das letztes Jahr angefangen, so Sachen zu pflanzen, die Frucht bringen. Das macht echt Spaß. Und dann sind auch einige Gärtner, weiß ich. Und da verstehe ich auch, was Jesus sagt. Und das ist der dritte Punkt. Jetzt kannst du mal weitermachen. Jetzt kommen wir zu den Rosinen. Ne? Eigentlich sind es Trauben. Ich wollte nur ein bisschen Spannung aufbauen, ne? Dass ihr fragt, hey, was meint er mit den Rosinen? Okay, gut. Johannes 15. Ich liebe diese Stelle. Sie kommt immer wieder bei mir, aber es ist einfach gut. Das sagt Jesus auch kurz bevor er ans Kreuz geht zu seinen Jüngern. Also ich drehe mich immer nach da wegen dem Beamer, nicht weil ich euch nicht mag, dass ich es auch lesen kann. Ich bin der wahre Weinstock. Also Jesus ist das hier. Dieser Stock, dieser sieht so oft vertrocknet und verknöchert aus. Okay. Und mein Vater ist der Weingärtner. Er ist der, der Schnippschnapp macht und auch gießt und so. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringe.
Kurze Erklärung, also diesen Weinstock werde ich jetzt mal so lassen, werde da wieder was abschneiden und dann im nächsten Jahr gucke ich, wo kleine Träubchen dran sind. Und an manchen Reben hier, diese Triebe da, ne, da sind dann keine dran und die schneide ich komplett ab. Und an denen, wo ein bisschen was dranhängt, wo danach aussieht, oder vielleicht sehe ich es auch noch nicht, lasse ich ein oder zwei wachsen, die dann Frucht bringen, dass die ganze Kraft in das reingeht. Ja? Und dann habe ich die Reben, die Frucht bringen, und die muss ich dann immer wieder reinigen. Wer einen Garten hat und Wein hat, weiß das auch. Dann hast du immer zwischen den Blättern hier, also ist so hier der Trieb und hier ein Blatt. Und dann kommt irgendwann zwischen den Blättern noch solche, bei Tomaten, da sagt man, eine Geiltriebe. Und die musst du immer wieder rausknipsen. Ne? Ihr habt auch einen Garten, ihr wisst es auch. Ne? Und wenn du das machst, dann werden die Trauben, bei mir steht es sogar im Halbschatten, aber das sind richtig dicke Trauben bei dem anderen Wein, den ich angepflanzt habe, schon geworden für die Zeit, die jetzt erst ist. Und das ist es. Also nur zum Verständnis, wir sind diese Reben und Gott guckt erst mal, wer ist echt, wer ist nicht echt. Ne? Und aber er sagt zu seinen Jüngern, ich gehe einfach mal von jedem hier auch aus, ihr seid schon rein, ne? Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Also ihr seid alle Reben, die Frucht bringen und die werden gereinigt. Das heißt, deswegen sagt Jesus, hey Sauerteig, mach ihn weg, plups, so ein Geiltrieb weg. Hey, da ist auch Sauerteig, mach's doch raus, zack. Macht das Sinn? Okay, Punkt 1 und Punkt 3, ja. So, und ich muss sagen, auch wenn es nur eine Pflanze ist, aber die liegt mir richtig am Herzen, also so, ne? Weil ich möchte die Frucht haben, es macht richtig Spaß, sie zu pflegen. Ne? Und wenn die dann Läuse haben, dann nervt mich das richtig. Und hier geht es um eine Beziehung. Ne? Okay, Jesus macht weiter. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ist ganz logisch, da unten sind die Wurzeln. Glaube ich mal, dass der Wurzeln hat. Die Rebe allein kann keine Frucht bringen. Wir müssen in Jesus bleiben. Und er sagt hier interessanterweise nicht, tut irgendwas, tut das und das mehr, bete mehr, da. Sondern er sagt, bleibt in mir. Und das ist nämlich jetzt sehr interessant. Die Bibel sagt, dass wir beten sollen ohne Unterlass. Und gleichzeitig sagt Jesus, wenn ihr betet, braucht nicht viele Worte. Okay, Matthäus 17 ist Jesus auf dem Berg und betet. Auf diesen Berg der Verklärung. Und er wird verklärt wie ein Engel. Puh, seine Haut leuchtet. Moses und Elia erscheinen neben ihm. Wer möchte mal so eine Gebetszeit haben? Ja. Ah, ich habe es mir erlebt, wenn ich faste und so eine Gebetszeit habe, ist der Hunger weg. Das ist schon mal gut. Aber das habe ich noch nicht erlebt, dass ich so leuchte. Und das ist, wie es sein sollte. Und dann geht er mit seinen Jüngern runter. Und die Jünger versuchen, einen Dämon auszutreiben aus einem epileptischen Jungen. Sie sagen, komm raus, in Jesu Namen, das Blut Jesu. Ich breche den Generationsfluch, da. Ich mache so Sachen auch als, ja, und es funktioniert, okay? Aber sie machen das und machen, es funktioniert nicht, okay? Manchmal bei mir auch nicht, okay? Im Namen Jesu und Blut Jesu, da, so. Und dann kommt Jesus und er spricht ein Wort, bumm, und der Junge ist frei. Und das ist, jetzt macht es Sinn, Jesus verbringt einfach Zeit mit seinem Vater, er hat Beziehung mit ihm. Ich glaube nicht, dass er ihm das Ohr voll textet. Er hört vielleicht zu, er schüttet sein Herz aus, redet mit ihm, betet auch für seine Jünger, das ist ganz sicher. Ja. Und dann kommt er runter und er spricht nur ein Wort und dieses Gebet hat solche Power. Okay? Deswegen sagt Jesus, wenn ihr betet, braucht ihr nicht viele Worte. Aber ihr braucht das tief verwurzelt zu sein im Vater. Wir kennen auch das Gleichnis von der Witwe, die ein bisschen einwirft, das ist alles, was sie hatte. Und der Reiche gibt so ein bisschen von seinem Überfluss. Und Jesus sagt, er hat nicht viel gegeben, aber diese Witwe hat alles gegeben, was sie hatte, prozentual. Genauso ist es auch, wenn du eine Mama bist von 4 Kindern oder was weiß ich was, du hast nicht viel Zeit. Aber von dem bisschen Freizeit, die du hast, machst du dein Handy abends aus und guckst nicht auf YouTube, sondern sagst, okay Herr, ich bin so todmüde, aber ich gebe dir jetzt die letzten 20 Minuten, bis ich einschlafe noch. Dann ist das vielleicht wie die Witwe, okay? Also hier geht es auch nicht, Gott guckt nicht auf die Uhr, er guckt auf dein Herz. Amen? Amen, so ist es, heißt es, ne? Okay, und machen wir hier weiter. So, ich springe ein bisschen, aber es ist wichtig zu verstehen, weil du sollst nicht Angst kriegen, du sollst ermutigt werden, aber du sollst es auch ernst nehmen, ja? Okay, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Ja, hier geht es darum, in ihm zu bleiben. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Ja, also diese Gefahr besteht auch. Und da geht es nicht um deine Fehler, da geht es nicht um dein, du hast genug gebetet, sondern da geht es darum, bleibst du in Jesus. Ja. Weil wenn du nicht in ihm bleibst und du fällst in Sünde, dann wirst du dich verdammen und wirst von alleine rausgehen, zum Beispiel. Ja. Das ist nicht Jesus seine Schuld, sondern
Aber wenn du in ihm bleibst, dann weißt du, selbst wenn du hingefallen bist, hey, ich kann wieder zu ihm kommen, wie David. Und du bleibst in ihm und er richtet dich wieder auf. Okay? Wenn jemand nicht in mir bleibt, ne, habe ich gerade, genau, und man sammelt sie und werden ins Feuer geworfen und sie verbrennen. Kannst du weitermachen? Oder wie Judas, der ist weggerannt und hat sich aufgehängt. Petrus ist aus dem Boot gesprungen, Jesus entgegengepaddelt und Jesus hat ihm vergeben. Also so, ne? Petrus ist in ihm geblieben, Judas nicht. Und okay, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gleich wie mein Vater mich geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. So, was meint Jesus mit in ihm bleiben? Bleibt in meiner Liebe. Diese Beziehung, redet von der Beziehung, von der Herzensbeziehung. Und jetzt geht es aber interessanterweise weiter. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Also wenn du jemanden liebst und du schlägst ihn, du belügst ihn, es ist nicht so ganz echt, die Liebe, oder? Wenn du ihn liebst, dann tust du auch, was er sagt. Aber es wird auch weiter interessant. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bliebe. Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Und was ist sein Gebot? Einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Also, in ihm bleiben. Ja? Wenn du jemanden liebst, dann klaust du nicht, dann machst du es nicht. Wenn du aber nicht weißt, wie Liebe aussieht, dann schau in die Bibel, dann siehst du es an den Geboten. Aber wenn du Liebe hast, erfüllst du die Gebote. Ja? Okay, machst du mal weiter. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. So, hier geht es um Freundschaft. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ja? Der Herr kennt den Knecht nicht. Wir wollen nicht vor Jesus stehen, wie es in Matthäus 7 heißt, und sagen, Herr, wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben das gemacht, und er sagt, sorry, aber ich habe euch nicht gekannt. Sondern wir wollen vor ihm stehen und wir wollen Dämonen austreiben. Ja? Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören und wir dürfen daran teilhaben und es ist richtig cool, es ist richtig schön. Wir wollen Zeichen Wunder sehen, wir wollen, dass Menschen umkehren, dass sie errettet werden, dass sie von Neuem geboren werden und so weiter. Aber vor allem wollen wir auch dann dastehen und sagen, hey, komm rein, ja, ich habe dich gekannt. So, ne? Und Jesus hat kein Interesse daran, dass wir Knechte sind, sondern dass wir Freunde sind. Und ein Freund, der liebt und der wandelt auch in Gehorsam. Ja? Aber das ist gewurzelt auf dieser Beziehung zu ihm. Und darum geht es mir. Okay? Okay, kannst du weitermachen? Ja, genau, den Rest vom Text lassen wir jetzt mal wegen der Zeit. Machst du mal weiter. Genau, das war vorhin, habe ich es gesagt, das können wir eigentlich auch überspringen. Das ist, glaube ich, die letzte Folie. Ne? Also, fasse ich jetzt nochmal zusammen. Wir wollen viel Frucht bringen, wir wollen Jesus folgen, wir wollen ihm ähnlicher werden. Aber wir wollen es auf dem richtigen Fundament machen. Und Ermahnungen, liebevolle Ermahnungen, Ratschläge und Ermutigungen von Jesus ist, kehr den Sauerteig aus. Meine Frau hat mich gebeten, es nicht wegzuschmeißen. Das mache ich jetzt nicht, weil schmeckt gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Kehrt den Sauerteig aus. Hab Öl in deiner Lampe. Ja? Sei keine dumme Jungfrau. Auch wenn dein Leben gerade in Ordnung ist, auch mit ein bisschen weniger Jesus. Aber es kann so schnell sein, dass es heißt, der Bräutigam kommt. Also es heißt plötzlich, wie bei den Jüngern, so... Oh, der Verräter kommt und Jesus wird gekreuzigt und die denken, was, damit haben wir gar nicht gerechnet und knicken ein. Hab Öl in deiner Lampe, sei klug. Und Rosinen, Wein, hier geht es nicht um nochmal eine Aufgabe mehr, sondern hier geht es um die erste Liebe. Hier geht es darum, in ihm zu bleiben. Ja? Und dann werden gewisse Sachen, wirst du dich nicht abkrampfen, wie die Jünger, die sagen, komm raus, komm raus, komm raus. Und dann die Sachen laufen auch. Ne? Erinnere dich dran, ich habe gesagt, ich habe meine Apologetik-Sachen alle weggetan und kurz darauf kommen die Moslems zu mir und sagen, hey, Maschallah. Also, ne? Ja, bleib im Weinstock. Ne? Okay? Und ich möchte es einfach noch anbieten, wenn jemand hier ist und du hast die Taufe im Heiligen Geist nicht empfangen und du kannst nicht in Zungen beten. Es geht nicht um eine Sensation im Sinne von, boah, wir müssen alle cool hier sein, sondern es ist was, einfach noch ein letzter Punkt, wo Römer 8, da heißt es, Vers
36, glaube ich, da heißt es, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, ist weiter vorne, irgendwas mit 20, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, so vertritt uns der Geist mit unaussprechlichen Seufzen, das kannst du auch mit Murmeln übersetzen, so wie es Gott gebührt. Ja? Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, in diese Beziehung kommst, dann fang damit an. Und wenn du es nicht hast, dann bitte Gott darum und er wird es dir geben. Und trau dich anzufangen. Und du kannst auch für dich beten lassen, Hände auflegen, aber dann musst du damit auch selber weitergehen. Ja? Und das ist einfach noch ein Angebot, dass ihr da einfach auch auf Zack, mich, jemand von den Ältesten zukommen könnt oder aufeinander und beten für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sodass einfach auch diese Gabe kommt. Und jetzt möchte ich einfach auch nochmal